Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die freundliche Einführung von Herrn Leuendag, der sich hier als sehr zurückhaltender und bescheidener Laudator gegeben hat, der mich aber durch die Einladung, die auch mir zugegangen ist, gewaltig unter Druck gesetzt hat. Denn wenn man da jetzt steht, wenn man da jetzt liest, was da steht, dann ist ja meine Aufgabe heute Abend andererseits noch, Sie hier richtig zum Kochen zu bringen. Und ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Denn leider bin ich zwar aus Rom gekommen, aber ich bin auch ziemlich erkältet. Also ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Und ich hoffe auch, dass ich uns heute Abend vielleicht einen ganz interessanten Einstieg in die gedankliche Welt, in die philosophische Welt der Vereinigten Staaten von Amerika vermitteln kann, von der ja manche Leute sagen, dass sie gar nicht existiere, diese philosophische Welt. Dass ja die USA sozusagen ein Hort seien der Unkultur. Gerade der deutsche Konservative, der also im politischen Spektrum ja doch eher rechts der Mitte zu verorten ist, hat ja, sagen wir mal, in der Geschichte der Republik seit der Weimarer Zeit bis heute eigentlich so seine Schwierigkeiten gehabt mit den USA. Später dann in den 50er, 60er Jahren, da ist es dann so geworden, dass vor allen Dingen politische wie auch wirtschaftliche Fragen waren, die sich in den Vordergrund gespielt haben. Und die kulturelle Auseinandersetzung ist nach gerade etwas zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft und erstreckte sich dann auf die Ablehnung von sogenannter ja, schwarzer Musik, man hat dann immer gesagt Negermusik, oder eben Schundliteratur, gemeint waren Comics. Und das sei typisch amerikanisch und damit habe man hier in Europa, dem gebildeten Abendland, nichts zu tun. Soweit das Vorurteil. Dass das eigentlich wenigstens seit dem 19. Jahrhundert, genauer gesagt eigentlich seit dem Ende des Bürgerkriegs 1865 anders war und eigentlich auch noch bis heute anders ist, trotz all der bizarren Merkwürdigkeiten, die uns heute in den Medien immer wieder präsentiert werden, wie zum Beispiel Donald Trump und Genossen. Das versuche ich Ihnen heute ein wenig darzustellen und zu begründen. Ich werde auch immer wieder versuchen, so ein bisschen von meinem Skript aus ein bisschen ins freie Reden hinüberzugleiten, um es Ihnen dann, wenn ich denke, dass es vielleicht adäquat sei, mit ein paar Beispielen zu belegen. Also fangen wir an. Zunächst ein Zitat. The United States themselves are essentially the greatest poem. Die Vereinigten Staaten selber sind wesenhaft das größte Gedicht. Was ein Satz! Ein Einsatzhymnus. Eine Proklamation. Hören Sie diesem Satz mal nach. Ein Endziel der Geschichte. The greatest poem. Der Superlativ zeigt es an. Ein Ziel, das indessen nicht erst zu erreichen wäre in irgendeiner fernen Zukunft, sondern das bereits erreicht ist. The United States, the greatest poem. Eine Transgression von Kategorien. Hier ein politisches Phänomen, ein Staatsgebilde, welches real existiert, wird zum Gedicht erklärt, zu einem literarischen Werk, von wem wir doch immer annehmen, dass das eine Fiktion sei. Vielleicht allenfalls in der Idealität lebend. Aber nein, hier the greatest poem, ein Ziel einer Bewegung in der Wirklichkeit von vollendeter Authentizität. Welch ein Satz.
Um das richtig zu begreifen, müssen Sie nur mal diesen Satz nehmen und ihn nur versuchsweise in unseren Kosmos übertragen. Deutschland ist das größte Gedicht. Donnerkeil. Zu viel Pathos. Der Superlativ ist gänzlich unangemessen. Das größte Gedicht erinnert an finsterste Zeiten. Wir denken automatisch an Deutschland über alles. Ein Ausruf des bestenfalls mittelmäßigen Dichters Fallersleben mit übelsten Konsequenzen. Auch fehlt der deutschen Version die Pluralität. Deutschland ist das größte Gedicht. The United States are the greatest poem. Und im Singular wirkt das alles gleich noch viel bedrohlicher. Das in einem Land, in dem der immer noch respektierteste Politiker sagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Nö. Das können wir nicht. Also Deutschland, das größte Gedicht, nein. Weiterer Vorschlag. Europa ist das größte Gedicht. Auch hier erfolgt wohl keine ungeteilte Begeisterung. An unseren Grenzen drängen sich ja derzeit viele und in der Hoffnung auf Einreise. Und bestimmt ist es bei den meisten neben der wirtschaftlichen Sehnsucht auch die Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie. Aber deswegen Europa zum Gedicht zu erklären. Allenfalls fällt uns Schillers Ode an die Freude ein und dass Menschen dort Brüder werden, wo der sanfte Flügel der Freude, nicht Europas, weilt. Also die Freude hielt sich in letzter Zeit in Europa in durchaus erfassbaren Grenzen. Nein, das 19. und erst recht gar das 20. Jahrhundert lehrt Europa, die Transgression von Emphase und Politik zu fürchten. So zu denken, liegt uns ferner. Anders, ganz anders, Walt Whitman. Aus dessen Vorwort zu den Leaves of Grass, zu den Grasblättern, Grashalmen, wir diesen Satz entnehmen können. Und dessen wahre Bedeutung wir erst erahnen, wenn wir den Satz, der genau davor steht, auch noch dazu hören. Zitat: The Americans of all nations at any time upon the earth have probably the fullest poetical nature. Die Amerikaner aller Nationen zu jeder Zeit auf der Welt haben wahrscheinlich die größte poetische, die bedeutendste poetische Natur. Die wichtigste Perspektive Whitmans gelangt erst hier in den Blick. In der Perspektive Whitmans sind die USA der Gipfel einer die Menschheitsgeschichte durchziehenden, ja mehr noch sie tragenden Linie. In allen Epochen seit der Austreibung aus dem Paradies hat es demnach Amerikaner gegeben, die in zahllosen Versuchen unter verschiedensten kulturellen Zugehörigkeiten und epochalen Grenzen als Anhänger diverser Religionen unbewusst, bewusst an dem einen großen Werk mitgeschrieben haben, dessen Unabhängigkeit 1776 verkündet wurde und dessen Existenz gerade zu Whitmans Zeiten von ihnen selbst im Sezessionskrieg, im Bürgerkrieg in Frage gestellt wurde. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Amerikaner zu sein in dieser Perspektive, wie Whitman das beschreibt, das ist etwas anderes als Staatsbürger zu sein. Es ist auch etwas anderes in dieser Whitmanschen Perspektive
als irgendeiner Volkszugehörigkeit zu entsprechen. Also nicht so, wie der Nationalsozialismus von deutscher Rasse erzählte und deutschem Blut. Amerikaner of all nations at any time upon the earth. Amerikaner aller Nationen, egal zu welcher Zeit auf der Welt. Das bedeutet, Amerikaner zu sein, das ist mehr als nur Spiritualität. Das ist von Anfang an gerichtet auf dieses Ideal, einen Staat zu schaffen, der eine ganz, ganz, ganz besondere, leuchtende Funktion hat. Eine Idee, die die Menschheitsgeschichte von Anbeginn der Zeiten beseelt hat. Das ist Amerika. Da wollen wir hin. Und endlich zur Zeit des ausklingenden Bürgertums wird sich diese Nation dieser Aufgabe tatsächlich auch bewusst. Und darum geht es heute Abend. Um diesen Prozess von Selbstfindung, von Definition, von Begreifen, wozu man unterwegs ist, durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Was es bedeutet, Amerikaner zu sein und wie man als Amerikaner leben kann. Dieser besondere Zeitpunkt, das Ende des Bürgerkriegs, damit einhergehend, das Ende der Sklaverei, ist wichtig, dass diesen Zeitpunkt in uns Betracht zu nehmen, wenn wir uns mit Whitman, mit Thoreau und Emerson beschäftigen. Denn es wäre zu leicht und es kann nichts daran liegen, in dem, was diese drei Herrschaften und viele andere noch, die wir hier nicht alle bearbeiten können, was diese geschrieben haben, als etwas pathetische Schwärmerei abzutun. Schwärmerei war nicht beabsichtigt und folgte auch nicht. Die eigentliche Intention, ich sage es noch einmal, war die einer Definition und dem daraus folgenden moralischen, das heißt, einer philosophischen Gruppe brauche ich das nicht zu sagen, einer moralischen, das heißt, das Handeln bestimmten Konsequenzen. Beginnen wir mit dem ersten. Ralph Waldo Emerson, 1803 bis 1882. Emersons Vater war Pastor, genauer unitarischer Pastor. Ein Beruf, in welchem sein Sohn Ralph, der dritte von 8 Kindern, dereinst folgen sollte. Es ist ganz unabdingbar, kurz auf diese spezielle Konfession des Unitarismus einzugehen, um Emersons geistige Einstellung zu würdigen. Ich denke mal, die meisten von Ihnen waren schon in den USA und manche vielleicht haben auch Gelegenheit genommen, mal so ein bisschen über Land zu fahren. Und wenn man da so die Augen offen hält, dann sieht man da die wildesten Gemeindebezeichnungen. Also nicht so wie hier bei uns, dass man sagen kann, da steht die katholische Kirche, wo steht denn die evangelische? Und dann wird es ja hier schon speziell, wenn wir sagen, sind die denn reformiert, uniert oder wie auch immer. Aber dann hört es auch auf. In Amerika ist das alles ganz anders. Haben Sie drei Leutchen beisammen, können Sie eine Gemeinde gründen. Und die kann sich dann die dollste Theologie nehmen, wie Sie sich immer vorstellen können. Das Großartigste, was ich mal gesehen habe, und daher wäre ich für mein Leben gerne stehen geblieben, um zu erfahren, wie die das sehen. Aber mein Kumpel, der mich damals fuhr, der meinte, ich hätte sie nicht alle und fuhr weiter. Ich habe doch tatsächlich eine jüdisch-lutheranische Kirche gesehen. Und ich hätte gerne gewusst, wie die sich theologisch begründen. Aber wie gesagt, es ist nicht dazu gekommen. Ich werde ohne dieses Wissen sterben. Also, Unitarier kommt natürlich von Unitas, der Einheit. Bedeutet in religiöser Sicht
eine Abkehr vom Dogma der Trinität. Das heißt, die Unitarier begrenzen sich damit weg vom Katholizismus, aber eben auch vom Luthertum. Man begreift sich als die wirklich radikale Reformation und neigte in der Folge wohl einer Position zu, die man in Europa vielleicht am besten mit deistisch treffen würde. Zwar bin ich als Unitarier überzeugt von der Existenz eines personal gedachten Gottes, doch wesentlicher ist der pantheistische Zug, das heißt die Überzeugung, dass diese göttliche Präsenz alldurchdringend ist, Natur und Mensch umfasst und so letztlich die Einheit Unitas allen Seins bildet. Wie gesagt, solche Positionen sind auch dem europäischen 18. Jahrhundert, also ein Jahrhundert zuvor, durchaus nicht fremd. Und auch Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel hat mit seinem Begriff der Natur hier Ähnliches gestaltet. Aber die amerikanischen Unitarier haben aus dieser Idee, aus dieser Konfession einen ziemlich radikalen und klassischen Monismus gemacht. Monismus bedeutet ja, alles ist irgendwie eins. Mono. Und dass das so war, dürfte im Wesentlichen dem Umstand zu verdanken sein, dass das Bürgertum im Nordosten der jetzt entstehenden USA durchaus aus Kaufleuten bestand, deren Zukunftsperspektive nicht darin bestehen könnte, zu fragen, wes Geistes Kind das Gegenüber ist, sondern ob der Handel mit ihm einträglich ist. Dadurch wird im liberalen Umfeld der Glaube die Weltanschauung zur reinen Privatsache, die mich weder zu interessieren braucht, noch zu interessieren hat. Das hat Amerika schon sehr viel früher umgesetzt als wir hier. Emerson selber hat auch in seinem Essay über die Klugheit dann beschrieben, dass es zur Vermeidung von unfruchtbaren Auseinandersetzungen, wie sie das alte Europa, da taucht der Begriff schon auf, bis zur Neige habe durchleben müssen, durchaus ein Gebot der Klugheit sei, die Thematik Religion im unmittelbaren Austausch mit den Mitmenschen zu vermeiden. Sie haben vielleicht, ich zumindest, habe das mal gemacht, diese Erfahrung schon gemacht, wenn man in Amerika ist und mit den Leuten redet, so abends in irgendeiner Kneipe oder so. Man kommt ziemlich schnell und ziemlich problemlos und sehr freundlich mit den Leuten zu einem Smalltalk. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn Sie mit den heimgekehrten Europäern dann sich unterhalten, dann hören Sie immer mal, ja, gesprochen habe ich mit denen schnell und gut. Aber sehr tiefgründig war es nicht. Das ist das Emersonsche Paradigma der Klugheit. Vermeide Themen, die widerborstig sein könnten. Vermeide Dinge, die an die Substanz gehen. Es ist doch besser, wenn man sich so freundlich begegnet und dann auseinandergeht. Und jeder hat das Gefühl, einen guten Abend verlebt zu haben. Man ist sich nicht gegenseitig auf die Füße gestiegen. Während man hier zu Hause schon bei den Auseinandersetzungen zwischen Leuten, zwischen FSV Frankfurt und Eintracht, sagen wir doch mal, vielleicht auf dem Heimweg den Umweg zum Arzt gehen muss.